Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, ich bin Nandka vom Schmiedeglut und als ich dieses Video gesehen habe mit dieser Rolle, ja, wo man so durchgucken kann aus diesem hauchdünnen Papier von irgendeinem Katalog, habe ich gedacht, Mensch, das springt die ganze Zeit irgendwie weg, ich kriege das ums Verrecken nicht hin, ne? Dann bin ich beigegangen, habe das ganze Messer hauchdünn, ich habe das auf Null vom Winkel her, habe ich das so aufgelegt, dass das Messer flach aufliegt und ich das auf Null runtergeschliffen habe und schaut euch mal die Schneidkante hier an, die zieht richtig eine Welle. Könnt ihr das sehen auf dem Video? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier. Seht ihr, wenn ich da das Messer, also die zieht richtig eine Welle. Die ist hauchdünn, die ist wie ein Rasiermesser, ist die jetzt geformt. Und ich hab's ums Verrecken immer nicht hingekriegt. Und dieses schneidet nicht. Und dann dachte ich mir so, warte mal. Ich nehme einfach mal eins aus der Packung. Ne? Ich nehme mal eins aus der Packung. Ganz frisch out of the box. Wo ich nicht dran rumgeschliffen habe. Und probiere das einfach mal ganz stumpf aus. Ja, das ist so schön elegant hingestellt, das kann ich nicht. Aber guckt euch das jetzt mal an. Ja, auf die Plätze, fertig und... Wow, siehe da, out of the box funktioniert das. Oder ist da vielleicht ein Trick dabei? Lasst euch nicht verarschen. Ich weiß, wie man Messer schärft. Ich kann mit Messern, also ich behaupte mal, es gibt nicht viele Leute, die das Messer so schärfen können, wie ich das kann. Und ich habe hier alles rausgeholt, was geht. Und das ist eine ganze Ecke nochmal schärfer geworden als unser normales Santo. Also das ist das gleiche Messer, aber das habe ich halt auf Null runtergeschliffen. Weil die Schneide geht halt sofort kaputt, wenn man jetzt nicht mehr aufpasst. Aber es ist halt jetzt wie ein Skalpell. Hiermit kann ich ganz normal auf dem Schneidbrett arbeiten. Warum funktioniert das jetzt hiermit? Und der Trick ist ganz leicht. Und es ist wie beim Zauberer, bei David Copperfield oder den Ehrlich Brothers oder sonst was. Schaut mal, man geht einfach bei und schneidet hier oben. Schau mal so ein ganz klein bisschen rein. Und das sieht man überhaupt nicht. Und wenn ich das Ding jetzt hier hinstelle und ich mache das hier unten, also da ist der Schnitt, und wenn ich das hier unten mache, schaut mal, dann hüpft das einfach weg. Ja, dann hüpft dieses Papier einfach weg, weil das Papier ja null Gewicht hat. Mache ich das aber, wo hier mein Schnitt schon ist, bleibe ich sofort drinne hängen und dann durchs Papier schneiden. Das ist fürs Messer keine Herausforderung, Herr. Also, lasst euch nicht verarschen und wenn ihr wissen wollt, was mit dem Messer, ohne dass was geschummelt ist, wirklich an Schärfe, was mit unserem Santoku out of the box wirklich geht, dann bleibt dran für Teil 2.